Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück beim Ocarina of Time Randomizer. Hier sehen Sie Kiste. Kiste muss hoch auf Hand. Hallo Hand. Ja, großes Problem ist, ich bekomme nicht hoch Kiste. Und stattdessen einfach einen Krug nehmen oder so. Halt die Fresse und verschwinde. Ah, wenigstens gibst du Rubies. Rubies, 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 Rubies. Jetzt bekomme ich keine Rubies mehr, verdammt. Boggle. Ach so, ja, da war ja was. So, jetzt passiert das auch nicht mehr. Passiert oft genug, ich weiß. Und dann sage ich, ja. Gut. So, jetzt ist wieder alles beim Alten, oder? Genau. Jetzt ist die Kiste mal wieder da oben drauf. Aber wie bekomme ich sie jetzt da? Muss ich die Hymne von woanders spielen, damit die Kiste nicht einfach... Och, ihr nervt so sehr. Komm, komm, komm runter. Come at me, bro. Come. Come at me, bro. So, danke. Oh, noch mehr Rubies, aber diesmal darf ich sie nicht mitnehmen. Jo, was machen wir da? Was machen wir da? Also einfach nebendran und dann spielen. Müssten wir mal probieren. Also ich weiß es jetzt wirklich. Das ist jetzt wirklich Trial and Error. Wir müssen jetzt hier gucken, dass wir das irgendwie geregelt bekommen. Weil das ist die einzige Möglichkeit, die ich noch habe. Alles andere sind Sackgassen. So, wo ist das jetzt? Aber die Kiste ist hier unten. Die Kiste geht nicht mit. Sie geht nicht mit hoch. Warum? Na gut. Dann würde ich sagen, burnt es nochmal. Ja! Oh. So, Felsen wieder da. Also... Ich kann ja auch nicht Ocarina spielen und gleichzeitig die Kiste in der Hand halten. Das geht halt auch nicht. Ich kann mich zwar da jetzt mal mit draufstellen. Theoretisch. Warte mal. Ja, das geht. So, und dann? Warte mal. Komme ich mit der Kiste jetzt? Dann komme ich mit der Kiste doch auch wieder zurück, ne? Ja, natürlich. Ah, wenn ich die da oben nämlich abstelle. Natürlich doch. Dann brauche ich... Guck mal, dann brauche ich die Hymne der Zeit noch nicht mal. Ja. Natürlich. Das klappt ja. Mit den Flügelschuhen, den Geflügelschuhen, klappt einfach alles. Yippie. Und jetzt Kiste zerdeppern. Ich kenne mich. Ah, schön. Dann geht's ja sogar mal hier weiter. Wer hätte damit gerechnet? Du hast ziemlich scharfe Chilis gegessen. Kann das sein? Ja, die gibt's hier auch im... Au! Zum reduzierten Preis. Es ist ja der Shopping-Tempel. Kommen Sie mal einmal her. Wir haben Feuersäulen und brennende Totenschädel. Und auch noch scharfe Chilis mit scharfer Soße. Ja, ja, ja. Okay. Du hüpfst mal nicht so rum. Was fällt mir überhaupt ein? Das wird mit dem Haken nichts, ne?
Aber guck mal, wie sie hoppeln, wie sie springen, wie sie sich ihrer Jugend erfreuen. Das ist wunderschön, oder? Na, so wird das nichts. Ja, das kann ich auch mit dem Pfeilen vergessen. Spring! Aber die muss ich loswerden. Die gehen mir auch richtig auf den Sender. It burns! Ja, wusste ich doch, dass es burnt. Ja, den einen habe ich. Und den zweiten? Der zweite kommt sogleich! Ja! Oh, noch einer? Ist hier ein Nest? Wo kommt ihr denn her? Das ist eine hohe Feuerschädelquote hier. Also sie sind definitiv nicht unterrepräsentiert. Das finde ich also schon mal sehr, sehr löblich vom Spiel. Und schon kommt die Shopping-Musik wieder. Wundervoll. Ja. So, und jetzt? Muss ich beeilen, ne? Muss ich Grab machen? Oh, das wird nichts mehr, ey. Das wird nichts mehr. Scheiß Flügelschuhe. Wieso habe ich sie nicht ausgezogen? Oh Gott, it burns! Wie viele Herzen ich einfach auch schon verloren habe, ey. Mann. So. Oh, das war der Falsche, ha? Huh? Nee, du haust mich ab. Ja, gib mir Rubies. Das ist das Einzige, wozu du gut bist. So, schieben wir dich halt wieder weg. Na, dich brauche ich nicht. Zwicht. Dann bist du doch bestimmt der Richtige. Oder bist du mein Herzblatt? Komm her. Dann bist du mein Herzblatt. Ja! Nein! Bist du nicht! Ah! Hast du aber nochmal Glück gehabt, du! Hier hätte ich die Flötentöne schon beigebracht. Ah! Grab. Oh! Jo, freilich. Ja. Schon ist das Türchen auf. Na bitte. Ich will erstmal doch hier. Buch zerdeppern. Ah, wunderschön. Herzen. Was ist mit dir los? Wie komme ich an dich ran? Mercy, wie komme ich an die ran? Kann ich irgendwie den Eisblock wegmachen mit irgendetwas? Ist der jetzt weg? Für immer und ewig? Nicht wirklich, oder? Gibt es von irgendwo eine Stelle, wo ich an dich rankomme? Wie habe ich dich denn damals geholt? Ich weiß zumindest, dass du existiert hast. Ich erinnere mich, aber wie ich dich damals geholt habe? Das weiß ich nicht. Wäre auch zu schön gewesen, ne? So. Na, egal. Vertagen wir dich. Und was mir auch noch nicht gefällt, hier muss noch eine Truhe sein. Also es muss noch irgendwie eine Truhe hier drin geben. Wie schaltest du die jetzt frei? Ist das vielleicht... Das könnte eventuell noch mit einer Sonne zu tun haben. Dass irgendeine... uns vielleicht noch die Truhe. Und ich glaube, das sollten wir vielleicht nochmal überprüfen. Ja, ja. Diese Skulltula-Geräusche, diese Penetranten. Ja, ich mache erstmal den hier. Ach, shit. Dich darf ich nie wegschieben, ne? Dich darf ich nie wegschieben. Ausgerechnet du. Du bist nicht... du bist ja mein Herzblatt. Dich darf ich ja nicht wegschieben. So.
Ja, dann musst du weichen. Es tut mir leid. Dann musst leider du weichen. Du bist ja auch nicht mein Herzblatt. Aber du vielleicht. Und du gibst mir doch bestimmt die Truhe. Ja, ich wusste, du bist mein Herzblatt. Haha, mein Kistenblatt. So. Ja, egal ob es brennt, da gehe ich durch. Ein Schlüssel. Haha, den können wir im vorigen Raum gut gebrauchen. Das heißt, hey Leute, es geht sogar weiter. Auf jeden Fall geht es schon mal weiter. Kann ich? Kann ich dich töten? Also theoretisch mit einem Bombschuh? Zum Beispiel? Und dann erscheint dein Skutola-Symbol und das schnappe ich mir dann mit Hilfe von... Habe ich Fong gesagt? Ich habe Fong gesagt. Wollte ich gar nicht. Fong. Fong-Fang-Haken her am Bienen. Okay, komm her. Fong-Fang. Explodier doch! Du Scheißding! Ja, geil. Das wird nichts. Nee, die fallen irgendwo hin. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber dein Arsch kommt auf meine Liste. Dich kriege ich noch. Da kann sich sowas von drauf verlassen. Hui! Ja! Gib mir Herzen. Du gibst mir gar nichts. Von dir ist nichts zu erwarten. So, ich sollte jetzt endlich diese scheißdämlichen Schuhe da ausziehen, oder? Ich meine, gut, immerhin, zum Beginn des Parts haben sie mir geholfen. Oh, wisst ihr, oh, wir machen jetzt Iron Boots Challenge. Ah, oh, komm her, du! Du magst eine Eisenrüstung haben, aber ich habe Eisenstiefel. Oh shit. Haha. Oh Gott, der wird wieder ausruhen. Nein. Oh. Okay. Na gut, machen wir es ordentlich. Obwohl, nö. 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 Iron Boots Challenge. Das ist schön. Oh. Oh, ich hab die Kraft der drei Herzen. Unfassbar. Triple Herz. Nur noch getoppt von Herz 4. Betroffenes Schwein. Okay, was haben wir hier? Wird jetzt die Alte eingesaugt? Nee, gibt ja keine Cutscenes. Nee, wird sie auch nur als kleiner Link, ne? Oh, ja, mal wieder ein neues Herzteil für uns. Aber das ist so langsam irgendwie gar nicht das, was ich wollte. Das ist, ich will davon nichts mehr sehen. Wir brauchen hier nur noch die Feuerpfeile. Wäre ja schön, wenn wir sie noch kriegen würden. Alles andere bringt uns ja... Wir sind ja ansonsten voll vom Inventar her. Gut, uns fehlt vielleicht noch Maggi. Ja, aber das ist ja zu vernachlässigen. Das ist wirklich zu vernachlässigen. Ich habe jetzt allerdings ein kleines Problem, oder? Oh. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Den Schlüssel, den ich hatte,
Habe ich ja jetzt verbraten, um in diese Tür zu kommen. Die Kiste hier hat mir nichts gebracht. Sie hat mein Herzteil gebracht, keinen weiteren Schlüssel. Ich komme also im vorherigen Raum nicht weiter. Aber es ist nicht so... Die Schlüssel sind gerandomized in den Dungeons, so viel ist klar. Ich kann mich damit jetzt aber nicht in irgendwelche Sackgassen manövrieren. Das wäre richtig bitter. Also ich hoffe nicht. Das wäre richtig... Au. Das wäre richtig au. Weil ansonsten weiß ich nicht, was ich jetzt noch tun kann. Hier ist noch eine Kiste. Hier ist noch eine Kiste. Wie kamen wir denn an... Feuer! Oh, guck mal, ein Händchen. Ich habe doch das richtige Händchen dafür. Ja, das bleibt irgendwie da hängen. Das ist eine unsichtbare Wand. Du kannst da nicht durchschießen durch dieses Geländer. Oh, komm jetzt, ey, das ist doch... Das war aber ein Treffer. Dann geht das nicht. Mann. Müssen wir diese Kette einfach aufschlagen. Doch nochmal zurückrennen. Oder... Nee, komm. Jetzt zoomen wir nochmal anständig. So schnell kann man überfordert sein mit einem Spiel, was man seit Jahrzehnten spielt. Ja. Ich komme nicht direkt durch diese Tür und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was ich habe, ist, dass ich durch diese Schlüsseltür nicht komme. Und hätte ich den Schlüssel dort eingesetzt, wäre alles gut gewesen. Fuck! Scheiß die Wand an, ey. Das kotzt mich richtig an jetzt. Habe ich mir das jetzt wirklich versaut? Weil ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich könnte jetzt ein Safe State laden, das könnte sehr interessant werden. Aber das will ich ja nicht. Mann, oh, Mann, 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 Mann. Es muss noch eine andere Möglichkeit geben. Ich geh jetzt doch raus. Es muss noch eine Möglichkeit geben. Irgendwas, woran ich jetzt noch nicht denke. Muss ich vielleicht wieder ein kleiner Link werden? Schaffe ich es irgendwie vielleicht als kleiner Link in dem ersten Raum noch eine Kiste irgendwo erscheinen zu lassen? Das wäre ja ein Ding, du. Also raus. Raus. Link, nicht schon wieder dieselbe Scheiße, ey. Ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt einfach cool. Ich mach das einfach ganz cool. Moment. Ich mach das jetzt ganz cool. Passt mal auf, wie cool ich das mache. Oh, das war cool, ne? Das war cool. Ah, da ist auch ein Schalter. Mann. Und schon sehe ich ihn sofort. Bitte, bitte lass da jetzt einen Schlüssel drin sein. Oder ich rast aus. Ich rast aus. Oh. Langweilig in letzter Zeit. Mir ist kurz das Herz stehen geblieben, aber wir kommen weiter. Wir kommen tatsächlich weiter. Wir kommen weiter. So gemein konnte das Spiel auch nicht sein. Als dass ich mir jetzt hier Sandkasten? Was? Sandkasten baue? Ja, einen Sandkasten bauen. Das machen wir mit dem kleinen Link, oder? Ja! Nix wie rein hier. Oh yeah, Mario Time. Und schon kommen wir an die nächste Kiste. Oh, es ergibt sich jetzt eine Hülle und Fülle an Glitches und Abspackungen. Wenn du denkst, es kommt nicht mehr schlimmer, dann gibt das Leben dir einen Deku-Stab, den du als Erwachsener gar nicht mehr einsetzen kannst. Oh. Oh, das nächste Problem, huh? Ah. Nee, kann nicht sein.
Das konnte auch wirklich nicht sein. Das. Juhu! Ja, weiß Link, ich weiß. Hä? Magie einsammeln, bitteschön. Oh, und jetzt kann ich endlich hier draufkloppen. Es wird immer besser. Oh, jetzt löst sich auf einmal alles auf. Zack. Ja, bringt uns nur nichts. Da müssen wir dann wohl als kleiner Link hin. Und ich würde sagen, das ist das Hammerlied. Es ist das Hammerlied. Wir reißen den Tempel ein. Es ist das Hammerlied. Da, 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 da. Entschuldigung, das machen wir beim nächsten Mal. Euer Weehawk.